Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es wieder um ein Tötungsdelikt und natürlich auch um einen Cold Case. Und zwar geht es um den Fall von Christiane Flörke. Dieser wurde dargestellt in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 12. Juni 1987. Christiane wurde 1960 geboren und zum Zeitpunkt ihres Todes im Jahr 1986 war sie 26 Jahre alt. Sie hatte ihr Studium bereits beendet und war damit Diplomübersetzerin. Sie wohnte in dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Dort hat sie sich eine Wohnung mit einer Freundin geteilt. Christiane war 1986 als Projektassistentin bei einem international tätigen Ingenieur- und Planungsbüro beschäftigt. Dieses Büro befand sich in der Bürostadt Niederrad. Die Bürostadt Niederrad liegt im Südwesten von Frankfurt in der Nähe des Flughafens. Sie ist Anfang der 70er Jahre zwischen einigen Kleingartenkolonien zur Entlastung der City gebaut worden. 1986 hatten sich dort etwa 350 Firmen niedergelassen und beschäftigten ungefähr 20.000 Menschen, überwiegend Frauen. Tagsüber herrschte dort reger Verkehr auf den Straßen, aber schon bald nach Büroschluss waren die Straßen zwischen den Bürogebäuden menschenleer. Ab dem Jahr 2017 wurde die Bürostadt Niederrad in das Lyoner Quartier umbenannt. Das Lyoner ist zu dem Zeitpunkt dann ein 144 Hektar großes Gewerbegebiet und seit 2012 auch zunehmend Mischgebiet in Frankfurt am Main. Es bildet den Stadtbezirk 373, der bis 2018 amtlich zu Frankfurt-Schwanheim gehörte. Auch heute ist das Areal geprägt durch diverse Hochhäuser, die aber im Vergleich zu den Wolkenkratzern im zentralen Frankfurter Bahnhofsviertel eher von kleiner bis mittlerer Größe sind, also dann eher Hochhäuser. Im Dezember 1986 ereignete sich eine Serie von Überfällen auf Frauen in der Frankfurter Bürostadt. Am 3. Dezember 1986 beendete eine Frau gegen 18 Uhr ihren Arbeitstag und machte sich auf den Weg zur S-Bahn-Haltestelle, welche die Hochhäuser an der Lohaner Straße mit dem Bahnhof in Frankfurt-Niederrad verbindet. Von dort wollte sie dann zur S-Bahn-Haltestelle Frankfurt-Niederrad fahren und von dort den Zug in Richtung Sachsenhausen nehmen. Um nicht zu lange an der S-Bahn-Haltestelle warten zu müssen, entschied sie sich, einen kleinen Spaziergang zur Haltestelle an der Lyoner Straße zu machen. Doch schon kurz hinter der Haltestelle wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann angegriffen, der sich hinter einem Gebüsch versteckt hatte. Zwei Passanten in unmittelbarer Nähe sahen, dass die junge Frau angegriffen und attackiert wurde und kamen ihr sofort zu Hilfe. Damit konnte dann Schlimmeres verhindert werden. Nur 20 Minuten später verließ eine andere Mitarbeiterin in der Bürostadt ihren Arbeitsplatz in der Bürostadt Niederrad. Sie arbeitete als Programmiererin bei derselben Firma wie die zuvor attackierte Frau. Sie nahm an diesem Abend ebenfalls den Fußweg in Richtung S-Bahnhof und auch sie wurde dann von einem Mann attackiert, der sich scheinbar im Gebüsch versteckt hatte. Auch dieser Angriff ging glimpflich für die Frau aus und wieder konnte der Mann fliehen. Einen Tag später, am Donnerstag, dem 4. Dezember 1986, arbeitete die 26-jährige Diplomübersetzerin Christiane Flörke, die eben, wie schon gesagt, als Projektassistentin in einem internationalen Ingenieur- und Planungsbüro beschäftigt war, etwas länger als gewöhnlich. Normalerweise hatte sie um 17 Uhr Feierabend. Da an diesem Abend aber ein Auftrag noch termingerecht abgewickelt werden sollte, blieb sie etwas länger. Gegen 18.30 Uhr verließ sie dann schließlich das Ingenieur- und Planungsbüro
um sich auf den Weg in Richtung Straßenbahn zu machen. Von dort aus wollte sie dann, wie die beiden Frauen am Tag zuvor, zur S-Bahn-Haltestelle Frankfurt-Niederrad fahren, von wo aus sie dann den Zug in Richtung Sachsenhausen nehmen konnte. Üblicherweise wurde sie von einer Kollegin mit dem Auto zum Bahnhof Niederrad gebracht. Doch diese Kollegin machte an diesem Tag pünktlich Feierabend und war schon zu Hause. Die Ermittler vermuten, dass Christiane sich dann aber entschieden hat, die 600 Meter von der Luaner Straße zum S-Bahn-Halt zu Fuß zurückzulegen. Christiane hat es dann an diesem Abend nicht mehr nach Hause geschafft. Erst am nächsten Tag, am Freitag, dem 5. Dezember 1986, gegen 13 Uhr entdeckte ein Mann aus seinem Bürofenster eine nackte Frauenleiche im Gebüsch. Er alarmierte sofort die Polizei. Als die Polizei den Fund und Tatort erreichte, bestätigte sich tatsächlich die Beobachtung des Zeugen im Büro. Es handelte sich um eine Frauenleiche. Und für die Ermittler stand sofort fest, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Noch am Tatort konnte die Frau anhand ihrer Papiere identifiziert werden. Es handelt sich um die 26-jährige Christiane Flörke, die in der Bürostadt Niederrad arbeitete. Sie war unmittelbar neben dem Fußgängerweg vergewaltigt und anschließend getötet worden. Mit der Tat an Christiane Flörke endete dann die Überfallserie an Frauen in der Frankfurter Bürostadt Niederrad. Danach wurden keine Überfälle mehr gemeldet. Bei der Autopsie bestätigte sich, dass Christiane Flörke vergewaltigt wurde. Zudem wurde festgestellt, dass sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Auch die genaue Todesursache konnte festgelegt werden. Sie starb durch eine Gewalteinwirkung gegen den Hals. Sie wurde mit ihrem eigenen Schal erdrosselt. Der genaue Todeszeitpunkt wurde auf den 4. Dezember 1986 zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr eingegrenzt. Die beiden Frauen, die vorher überfallen wurden, also einen Tag früher überfallen wurden, wurden natürlich von den Ermittlern befragt. Sie erhofften sich mehr Informationen über den unbekannten Angreifer. In der Vernehmung beschrieben die beiden Frauen den Angreifer jedoch sehr unterschiedlich. Aber ob es sich tatsächlich um zwei verschiedene Täter gehandelt hat, ist bis heute ungeklärt. Leider brachten weder die Untersuchungen am Tatort noch die Befragung von den beiden zwei Tage zuvor angegriffenen Frauen entscheidende Hinweise. Die Mordkommission verteilte in den kommenden Tagen nach der Tat an der 26-jährigen Christiane Flörke nicht nur Flugblätter in der Umgebung des Tatorts, sondern ließ auch Durchsagen in Bussen und Straßenbahnen abspielen, in denen die Bevölkerung um Hinweise gebeten wurde. Daraufhin meldete sich ein wichtiger Zeuge bei der Frankfurter Kriminalpolizei. Dieser Zeuge gab bei der Polizei an, dass vor ihm im Stadtteil Niederrad am Tatabend, also dem Abend, an dem Christiane getötet wurde, ein Mann aus dem Gebüsch gesprungen wäre. Die beiden Männer hätten sich kurz gegenüber gestanden. Danach wäre der Verdächtige in Richtung S-Bahn-Haltestelle weggelaufen. Der Zeuge habe den mutmaßlichen Täter dann aus den Augen verloren. Durch seine gute Beobachtungsgabe konnte dennoch ein Phantombild angefertigt werden. Also in der Aktenzeichen-Y-Sendung wurde es dann so dargestellt, dass der Zeuge sich zuerst gar nicht bei der Polizei melden wollte. Und zwar war es halt so, dass er aus einem bestimmten Grund sich in diesem Stadtteil um diese Uhrzeit aufgehalten hat. Denn er hat nämlich gerne Autoradios geklaut. Und in der Bürostadt war dann natürlich so ab 18, 19 Uhr nichts mehr los, sodass man da eigentlich recht unbehelligt arbeiten konnte. Ob das jetzt tatsächlich so stimmt oder ob das einfach nur storytechnisch hinzugefügt wurde, keine Ahnung.
Aber Sinn würde es machen, weil warum bist du ansonsten um diese Uhrzeit vielleicht in so einer abgelegenen Gegend? Ja, und die Polizei hat dann halt dementsprechend in der Aktenzeichen Y gesagt, komm, du kannst glaube ich mehr erzählen. Wir wissen genau, weswegen du dort gewesen bist, weil du klaust gerne Autoradios. Dafür bist du bekannt. Aber es liegt keine Anzeige für diesen Abend vor, sodass du dort irgendetwas gemacht haben sollst. Deswegen wäre es einfach nur super, wenn du eben alles detailliert erzählst. Und es passierte da auch nichts. Ja, und dann hat er in der Anzeigen-Y-Sendung, so wurde es dargestellt, dann eben wenig den ganzen Ablauf genau erklärt. So, nach der Aussage des Zeugen war der Mann etwa 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und sportlich. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und auf der rechten Wange einen auffälligen rechten Fleck. Außerdem wurde ein halbes Jahr nach der Tat einige persönliche Gegenstände des vermeintlichen Täters, die dem Zeugen aufgefallen waren, in den Medien veröffentlicht. Aber auch die Veröffentlichung dieses Phantombildes und der persönlichen Gegenstände des mutmaßlichen Täters, dabei soll es sich unter anderem um einen Ohrstecker gehandelt haben, brachten die Ermittler nicht entscheidend weiter. Bis heute ist fraglich, ob der auf dem Phantombild abgebildete Mann tatsächlich Täter in einem oder mehrerer Fälle ist, die sich in den Tagen in der Bürostadt zutrugen. Im Jahr 1987 startete die Frankfurter Mordkommission einen erneuten Zeugenaufruf. Es sollten sich Zeugen melden, die in den entsprechenden Tagen im Dezember 1986 im Bereich Frankfurt-Niederrad Beobachtungen gemacht haben. Hier bat die Kriminalpolizei vor allem Gäste des Arabella Hotels, welches in der unmittelbaren Nähe des Tatorts lag, sich zu melden. Heute ist dieses Hotel das Sheraton Frankfurt Congress Hotel. Aber auch dieser Aufruf und die Darstellung in Aktenzeichen Y brachten keinen Erfolg und der Fall läuft mittlerweile als Cold Case. Und diese Cold Cases werden ja des Öfteren mal wieder herausgeholt und es gibt ab und zu dann auch nochmal kurze Berichte darüber in den Zeitungen, aber es ist halt, wie schon gesagt, seit langem dort nichts mehr passiert. So, das wäre jetzt einmal die Darstellung dieses Falles. So, da kommen wir erstmal wieder zu dem Thema Zeugen. Also zwei Frauen, die in der gleichen Firma arbeiten, werden am gleichen Abend in relativ kurzem Abstand von jemandem angefallen. Die beiden Frauen erzählen, wie der Täter ausgesehen hat und beide erzählen es so oder beschreiben den Mann so, dass dieser Mann komplett unterschiedlich aussieht. Gut, jetzt gehe ich aber mal nicht davon aus, dass es sich um zwei Täter handelt. Also ich glaube kaum, dass sich jetzt in dieser Bürostadt am gleichen Abend, zur gleichen Uhrzeit, zwei Männer unabhängig voneinander in Gebüschen verstecken und versuchen, Frauen zu vergewaltigen. Das kann ich mir irgendwo nicht vorstellen. Aber da ist wieder das Thema Zeugen. Zeugen, was sie gesehen haben, ist meist nicht so richtig klar. Auch wenn sie dann die Person beschreiben, ist es oftmals nicht so richtig klar. Und das ist deswegen immer so der Punkt, dass man Zeugenaussagen zu einem Fall immer mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen sollte. Und anscheinend wurde ja wohl nur das Phantombild veröffentlicht von dem Mann, der den mutmaßlichen Täter dort gesehen hat. Der mutmaßliche Täter ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass zu dem Zeitpunkt nur Frauen dort rumlaufen, ist dann aus dem Gebüsch gesprungen und war dann wohl ziemlich verdattert, dass er plötzlich vor einem Mann steht. Und deswegen ergab sich wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass der Zeuge diesen Mann etwas genauer in Augenschein nehmen konnte. Zumal natürlich auch keine Stresssituation wie ein Angriff vorlag. Gut, dieses Phantombild kann man zwar im Internet noch finden, aber ich persönlich halte es einmal für sehr, sehr undeutlich und weiß auch jetzt nicht wirklich, ob es irgendwie nach, wie viel Jahr ist das jetzt her,
nach 36 Jahren noch irgendwie zielführend sein konnte. Also das ist auch so einer der Fälle, die mir immer und ewig irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Zumindest konnte ich mich immer an Fragmente daran erinnern, und zwar einmal an diese Bürostadt. Dann, wie der Mann aus dem Gebüsch sprang, vor einem anderen Mann stand und halt irgendwie der Straßenname Löhrner Straße hatte ich auch ewig im Gedächtnis. Ich denke mal, der ein oder andere von euch kommt aus Frankfurt oder aus der Umgebung von Frankfurt und hat vielleicht noch ein paar weitere Informationen zu dem Fall. Wenn ja, wäre das super, wenn ihr das einfach mal so in die Kommentare schreiben würdet, weil das finde ich immer ganz interessant, wenn Leute aus der Gegend noch ein bisschen was zu dem Fall sagen können, weil ich kann ja hier grundsätzlich immer nur was aus dem Internet heraussuchen, aus entsprechenden Zeitungsartikeln. Dieser Fall wurde übrigens wieder gescriptet von unserem allseits geschätzten Moderator Stefan Allgäuer. Danke dir für den Fall, Stefan. So, mehr gibt es halt nicht zu dem Fall und mehr zu spekulieren habe ich in dem Fall auch nicht. Obwohl, ich denke mal, dieser Täter, dass es derselbe Mann war in allen drei Fällen. In den ersten beiden Fällen hat er keinen Erfolg gehabt. Und im dritten Fall hat er zwar sein Ziel durchführen können, eine Frau zu vergewaltigen, aber die Frau hat wohl so heftige Gegenwehr geleistet, also Christiane hat wohl so heftige Gegenwehr geleistet, dass er sich schlussendlich töten musste. Ist jetzt nicht vermerkt, ob die Vergewaltigung vor oder nach der Tötung stattgefunden hat. Also ich kann es mir vorstellen, dass es ein Handgemenge, einen Schlagabtausch gegeben hat. Der Täter hat Christiane angegriffen. Christiane hat sich gewehrt und er ist dann halt mit seiner Gewalt immer massiver geworden und hat sie dann getötet, beziehungsweise hat sie vielleicht während des Vorgangs getötet. Und vielleicht war dies für ihn auch so eine Art schockierendes Erlebnis, dass er im Prinzip in Anführungsstrichen nur eine Vergewaltigung durchführen wollte und im Endeffekt er jemanden getötet hat. Das könnte dann auch der Grund sein, warum danach sofort diese Angriffe aufgehört haben. Allerdings müsste dann bei diesem Mann, denke ich mal, eine deutliche Verhaltensänderung aufgetaucht sein. Denn das dürfte definitiv, wenn ich mir das so vorstelle, wenn das so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestelle, auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein. Absolut nicht. Und vielleicht hat er sich sogar selber was angetan. Also von daher hätte man dort auch vielleicht mal gucken können, oder ich hätte zumindest mal geguckt, welche Männer haben in einem gewissen Zeitraum nach der Tat vielleicht irgendwie Suizid begangen. Ja. Weil es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man so eine Tat begehen möchte, so eine Tat begeht, dann zu einem Tötungsdelikt kommt, man das anscheinend selber nicht verkraftet damit aufhört und ja, dass man dann ohne irgendwelche inneren Spuren damit leben kann. Okay. Das soll es jetzt wirklich erstmal zu dem Fall gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bzw. Zuhören, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!